Public's When We Won. Ja, moin. Let's go, ey. Ja, Mikrofon check, ey. Yo, im Ghetto, we are Hotstars. Und direkt neben mir, er kennt er selber, was soll ich sagen. Und außerdem kann er für sich selber sprechen hier. Wen haben wir denn hier am Start, Mann, ey? Yo, Retro ST ist live bei Ghetto Star im Ghetto Space. Ich freue mich, ich bin geehrt hier zu sein, Digga. Grüßt euch alle im Chat. Den kenne ich auf jeden Fall, Public's Venue One, Alter. Und DJ Type auch schon mal gesehen, Hoodler auch schon mal gesehen. Auch alle anderen, Uru Bass. Wer ist noch da, wen habe ich vergessen? Ich weiß, sie ist der Shit, Alter. Und weil ich mich so freue, euch zu sehen, pass mal auf. Achso, du kannst da noch Action machen. Ja, ich kann immer Action machen mit dem Ding, Alter. Ich dachte, die leuchtet einfach nur, aber die blinkt ja sogar noch, Alter. Ja, krass, ey. Ja, wir müssen ja ein bisschen improvisieren. Wir sind heute auch spontan hier heute online, ne? Seit langem mal wieder aus dem Ghetto Space, sogar erste Mal, dass ich einen Gast hier habe, ey, ne? Und ja, es sind viele Sachen gerade neu, nämlich vorab, DJ-Programm ist aktiviert. Wir müssen immer erst gucken, ob wir dürfen. Also wird nichts mit Transitions heute, mit Übergängen, ne? Erstmal das, ey. Aber wir machen da gar keinen Stress, wir entdecken das mal gemeinsam. Also ich habe hier schon mal einen Tab offen, KRS-One, kein Problem. Und dann kriegen wir hin. So, ich lese mal kurz alle, wer da ist. Trapdeck, Sunfahrt, Moin, Wolkenhersteller, Hugo Bass, Ostsee, Gitzerwelle. Ey, wo kommt ihr auf einmal her, Leute? Ey, ist der Sommer zu Ende, DJ Type, Boys in Public Service. So, und auch Next Level Lukas, habe ich schon allen Hallo gesagt? Hoodler, my man, Alter. Und Lukas. Lukas war vorhin noch im Park dabei, oder? Stimmt, ja, wir haben ja gerade aus dem Blumka Park, G-Town City hier gestreamt. Grüßt euch alle. Ja, Mann, moin. Ja. Ey, ich könnte ja nur auf dem Beat nochmal mit meinem Part eingehen, damit alle mal Bescheid wissen. Wir machen heute Freestyle-Action, aber es wird kein Marathon heute, das sage ich schon mal vorab, weil die Jungs hier, nämlich Abriss Johnny, sind Backstage, ein bisschen chillen, der hat da, ne, der braucht halt ein bisschen, weil Mittwoch angekommen. Und 8,5, 9,5 Stunden. 9 Stunden. Ja, Gelsenkirchen Ankunft und dann ab zum Jense in Dortmund City. Und dann? So, was haben wir dann gemacht? Wir waren in Köln noch gestern, Alter. Gestern noch in Köln. Also war eine waffe Tour auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Fitteste, aber wir wollten das ja noch heute unbedingt machen. Deshalb sind wir hier. Ja, so ein bisschen Freestyle, ey. Bisschen Freestyle-Sendung. Also nicht, dass wir hier freestylen, aber vielleicht das kann passieren, ne? Ja, also gestern Köln, vorgestern Dortmund und die Jungs kommen aus Berlin und morgen geht's auch schon wieder nach Hause und heute Gelsenkirchen, ey. Und ja, das ist auf jeden Fall noch das Final Evening hier, würde ich sagen, ey. Ja, DJ-Programm habe ich jetzt aktiviert, Leute, ne? Ging ja mit einem Knopfdruck, ey, hallo im DJ-Programm. Jetzt habe ich einen Tab offen, jetzt wird's erstmal rangetastet. Also werden wir ein bisschen Musik hören, ein bisschen quatschen, ne? Das ist jetzt das Ding, ey. Und wie habe ich Johnny aufgemacht? Who the fuck ist der? Grüße gehen raus, ey. Abriss Johnny, ey. Ich könnte jetzt durch diese Tür hier gehen und mal kurz Abriss Johnny selbst Hallo sagen. Weil der ist nämlich auch mit, ey. Yo, die beiden Jungs hier. Ja, ihr wisst Bescheid, ey. Ich suche schon mal die nächste Platte raus, ey. Obwohl der nächste Beat ist auch geil. Aber wir wollen ein bisschen quatschen heute, ne? Das ist das Ding, ey. Bitteschön. Oh, jetzt der Beat aus. Heißt ja wieder da. War nur ein Break. Wunderbar. Ja. Prost, mein Bier steht hier. Jetzt und hier. Stoß dich an mit dir. Sehr schön. Noch für alle, die mich nicht kennen. Komm ich nochmal rein. Aber jetzt war zu Ende der Beat. Das Wochenende fängt heute an, ne? Aber ja. Es fühlt sich schon an, die Wochenende. Ja, ja. Dann halt. Prost zurück, ey. Ebenfalls Prostata, Leute. Prost. Du meinst das okay, dass ich rauche, weil du rauchst nicht? Alles okay. Okay. Juckt mich überhaupt nicht. Also, du willst auch rauchen? Nee, ich will nicht rauchen. Okay, aber du kannst gerne neben mir rauchen. Das ist mir völlig Schnurz. Yo, was ist ihr Lappen? Ich bin ST, der Retro-Lord, der euch flasht wie 4-8-Bit-PCM-Mono-Kanäle. Hab den SCD-Chip eingebaut in meiner Kehle. Ich verzehre 5,25 Zoll. Hab immer Datendurst, mein Speicher ist nie voll. Jawohl, Kickstart 1.3. Die Röhre flackert und der Competition Pro steht bereit. Zeit, Schleife, ich blieb hängen in den 80ern. Pornte alle Bosse weg, egal wie hart sie waren. Trial and Error, tausende Tode. Like Edge of Tomorrow, Sieg durch
durch effiziente Methode. Elko und Diode feiern eine Party, Magnus und Denise, der OCS Quantati. Blödsinn auf der jungfräulichen Platine. Ich bin und bleib der Guru und meditiere zusammen mit Ghetto im Ghetto Space. Was ist los, Mann? Ich sage stets, wir sind die Retro Kings hier auf Twitch mit dem Swing, den ihr noch lange nicht geahnt habt. Was ist los, Mann? Weil ich den ultimativen Plan hab, komm ich rein mit dem Freestyle Flow. Ey yo, zwar heute nicht mehr der Fitteste, aber ich weiß, du bittest drum, dass ich weitermache hier in dieser Cypher. Ey Mann, wir waren schon steifer, vorgestern beim Wolf, da war die Luzi los. Was ist los, Mann, ey? Ich bin raus. Ja Mann, ey, Hammer Freestyle, ey, direkt einen durchgezogen, ey. Ja, wir waren echt am Mittwoch, haben wir echt da schon eine Menge gefreestylt, ne? Ich bin ja so der spontane Freestyler, ne? Ja, ich zelebriere das voll ab, ey, wir sind jetzt über 48 Stunden oder 48 Stunden plus minus hier on Tour, ey. Und wir kamen ja noch gar nicht so zum Bearbeiten hier so, ne? Das ist auf jeden Fall, ja, so heute ein bisschen Chill-Modus, ne? Weil wir echt 48 Stunden und die über 48 Stunden nur rumgereist sind halt, ne? Wahnsinn. Ja, ich freue mich hier online zu sein. Mit euch, ey, und vor allem mit Retro SD. Vom Monitor zu Monitor, 2 Jahre plus minus, und jetzt sitzen wir. Ja, DJ Mann. Bill aus Brasilien vor 2 Monaten getroffen. Viele, viele andere von euch, ey, und es geht so weiter. Public Ceremony, wir haben uns auch schon mal getroffen, ne? Müssen wir auch mal wieder, das heißt, du musst mal wieder rumkommen, natürlich beim Jense, das ist die Adresse. Ja, in dem Sinne, ey. Ey, Twitch Unite, das ist schon krass, Alter, ne? Das ist voll crazy, Bruder. Ich sitze hier mit Retro SD, Alter. Könnt ihr euch das vorstellen, ey? Der Ghetto und der SD, Alter. Ich bin echt auch so happy, dass es jetzt geklappt hat. Ich weiß ja nicht, wer von euch war alles am Mittwoch dabei beim Wolf. Ich weiß, der Rudler war da und Crispy war da, hat man vorhin schon gesagt. Abriss Johnny war live dabei, Alter. Und es war echt mega geile Session, mega geile Party, mega coole Leute. Und das war schon so das Highlight. Aber ich habe mich auch gefreut, dann jetzt nochmal auf entspannt, in Ruhe, hier wirklich bei dir im Ghetto Space nochmal zu streamen. Er Premiere, dass überhaupt schon, dass überhaupt einer schon mal. Da fühle ich mich geehrt. Also erster Gast im Ghetto Space. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass ich heute jetzt nicht mehr so auf der Höhe bin. Das war ein anstrengendes Wochenende für mich. Ey, Ruhrpott pur, ey, und Köln jetzt. Also nochmal wirklich für alle, ne, die es nicht, jetzt noch nicht wussten. Also Abriss schon, ich sind mit dem Deutschland-Card, Deutschland-Ticket. Sind wir von Berlin hierher, 9 Stunden mit 6-mal umsteigen. Da waren wir einfach Mittwoch, als wir hier angekommen sind, schon todes am Arsch. Kurz hier irgendwie eine Stunde so ein bisschen ausgeruht bei Ghetto und dann direkt zum Wolf in die Party rein bis 3 Uhr morgens, Alter. Um 4 waren wir erst zu Hause. Ich hätte nicht gedacht, dass die so lange durchhalten. Ja, es war verrückt. Und dann gestern noch die Köln-Tour den ganzen Tag, Alter. Auch erst wieder um 1 zurück gewesen. Nur Eindrücke gesammelt. Und Dortmund, Köln. Und heute die ganze Gelsenkirchen-Tour mit dir. Ja. Also wir merken, was wir hier gemacht haben. Deswegen, aber jetzt auf entspannt nochmal ein bisschen mit euch quatschen. Das muss einfach nochmal sein. Ja, Mann. Ja, es ist nicht so die gewohnte DJ-Ghetto-Jam-Runde, ne? Heute halt Guests halt, ne? Wir haben ein paar Drinks. Heute trinken wir nur 1-2 Bierchen, ne? Aber gestern, vorgestern, war wir haben gut Gas gegeben, Leute, ey. So gut es ging, haben wir auf Instagram ein paar Sachen gemacht und beim Wolf. Die Session ist später online auf YouTube, der Wolf TV, ne? Also auch du bist natürlich selbst gespannt. Ich habe schon so viele Sessions jetzt mitgemacht, aber das war auf jeden Fall auch wieder eine sehr besondere Sendung gewesen, ey. Ey, da müssen wir uns nochmal sehr bedanken beim Jense, ne? Der Wolf TV, ne? Grüße gehen raus. Auf jeden Fall, ey. Vielen Dank, ey. Der Johnny ist nicht weg, der chillt gerade nebenan. Der und ist Backstage, der war auch. Vielleicht platzt er auch einfach rein und reißt die Hütte ab, ne? Das könnte passieren. Man weiß es noch nicht. So, jetzt muss ich mal eine nächste Platte raussuchen. Du bist am Mike. Ich bin am Mike, weil ich niemals schweig. Bisschen Freestyle-Beats oder was? Ja, gerne. Ich bin bereit, seid ihr es auch. Ich mache es aus dem Bauch einfach raus. Mit meinem Bier in meiner Rechten, was ich in der Linken hab, das könnt ihr raten, was ist los, Mann? Ihr könnt's kaum abwarten, hier kommt er wieder, wie ein Klappspaten. Ausgepackt, ausgeklappt, einfach reingehackt, Mann, exakt auf den Pack getackt. Ich wirke abgefuckt, es war eine harte Nacht, nein, ein paar harte Tage. Ey, gar keine Frage, aber geil, hat sich gelohnt. Oh Mann, der Typ, der jetzt hier auf diesem Puff thront, mit seiner blinkenden Retro-Brille. Oh Mann, ich chille hart mit Ghetto im Ghetto Space. Was geht? Oh, yo, such die nächste Platte raus. Oh, Leute, seid ihr hier im Haus? Von Berlin bis Gelsenkirchen. Oh Mann, wir bringen alle Toys zum Fürchten.
Hoho, ey yo, was kommt jetzt? Oh Mann, Miss Apple, wir sind schon wieder. Oh Mann, es wird doch immer stupider. Weil wir richtig durch sind, alle Sicherungen sind durchgebrannt. Oh Mann, hat mich hier schon wieder krass verrannt. Au, oh, jetzt wird hier die Fist reingerammt in die Cypher. Oh, was ist los, Mann, ey? Immer steifer, immer kaputter, was ist los, Mann? Alles im Bruder auf dem Cola, wenn ich reinkomm, was ist los, Mann? Ey, richtig krass benommen und ich bomb. Wie Johnny das Panel, oh, was ist los, Mann? Hier bei Ghetto auf dem Channel. Hahaha! Moinsen! So, warum ich nicht direkt einen Übergang gemacht habe, ich wollte jetzt erstmal nochmal einen KRS-One-Track auf Safe raussuchen, weil wir müssen jetzt dank dem DJ-Programm, was eigentlich auch eine Richtigkeit hat, aber es hält gerade ein bisschen auf, was wir spielen dürfen, was wir nicht. Er wollte ja nicht, dass dieser Kanal gebannt wird. Und ich wurde nämlich verwarnt vom letzten Stream, da war ich noch nicht im DJ-Programm und eine Verwarnung heißt jetzt noch nichts, ne? Und in dem Sinne, ja. Wofür passt? Peace out und gute Reise. DJ-Tape, mach schon Feierabend. Ja, Miss Apple habe ich gerade auch gehört. Hey zusammen, moin. Sinn, ey, Turbo Left auch am Start. Und wen haben wir denn noch, ey? Ich komme gleich so, ich muss mir erstmal eine Platte raussuchen. Carlos war nicht sicher, oder ich muss es eintippen. Aber Retro ist auch am Start, ey, wenn was ist. Ey, ups, Entschuldigung, war Absicht. Ey, yo, ey, da war noch jemand. Eisenmann ist da, was ist los? Moment, das Eisenmann. Yo, Digga, was ist mit der Stimme los? Eisenmann, Moinsen, tschüss am Start. Guck mal, wer ist, ey, kennst du den da, ey, kennst du den? Hat er uns zu Besuch, die ja beim Wolf waren, war, na was, hat man dich vermisst, ey, ne? Eisenmann, was ist los? Alles gut bei dir? I miss ya. Ich komm mal wieder bald nach Hamburg City, definitely. Ja, Mann. Ja, ich muss ein Beat eben. Ey, Lukas war krank, ne? Ich wünsche gute Besserung, Alter. Heute hatte ich auch kurzzeitig das Gefühl, ob ich krank werde. Johnny war auch nicht ganz sicher. Vielleicht haben wir uns bei den ganzen Zugfahrten mal weggeholt. Ich hoffe, das wird wieder sich schnell legen. Wenn schon, denn schon. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Krank werden hat sich gelohnt. Ja, sicher, Alter. Für die Nummer auf jeden Fall, Alter. Da nimmt man doch eigentlich den Kauf. Mann, Alter, was los, Alter? Trap Deck One, TABLFT, Alter, was ist los, Mann? Ey, ich zieh keinen Schnee, ich sag nee, zu diesem Scheiß, das vertrage ich nicht mehr. Aber yeah, mein Kopf ist leer, darum kommt hier nur noch stupide Scheiße raus. Ey, Grüße gehen raus an alle Atzen hier im Chat und alle Atzenden natürlich auch richtig nett, richtig adrett. Chillen wir hier mit Kopfhörer und Brille. Oh Mann, ich höre das Piano und ich chille. Wenn's runterklappt auf die Tasten, Mann, ey, meine Finger, ja, ich muss spasten, was geht ab, Mann? Hudler 83, wollte ich noch fragen. Da Vinci, hast du irgendwas geschrieben, als wir beim Wolf waren? Kennst du Da Vinci, Alter? Ja, mir war mir nicht sicher, ob das Hudler war, aber mir war so. Wie kam's? Da Vinci ist mein Homie, mein Bruder, mein Brother from another mother. Yo, ST am Mikro. Was ist das hier für eine Show? Was geht hier ab im Ghetto Space? Alles ist heute anders. Oh Mann. Interessant ist, ey, also ich denke mal, wir können sehr viel spielen von meinen Schallplatten. Also DJ-Programm ist jetzt activated, ey. Ich will jetzt echt mal sauber hier mal durchs Programm, ey. Ja, Busta Rhymes, kein Problem. KRS, kein Problem. Jetzt müssen wir uns mal Step by Step rantasten. Sorry, ich wollte das Freeze eigentlich unterbrechen. Weiter, aber jetzt kommen wir so langsam, dann kann ich auch echt spielen halt, ne? Das ist echt ein bisschen tricky, ne? Ja. Das ist schon ziemlich tricky. Gelsenkirchen to Berlin. Moin, moin, Mann, das haut schon hin. Kein Jay-Z mehr. Jay-Z darfst du nicht spielen, aber das macht nix. Ich sag fix. Yo. ST und Ghetto, ja. Richtig krass, ja. Go, ST, go. Da Vinci ist am Start. My brother from another mother. Was ist los, Mann? Ey, es wird immer blasser, immer krasser. Je länger ich hier durchhalte, Mann, ich weiß los nicht, Mann. Ich schalte wieder um auf Hardcore. Mit dem Beat im Ohr. Oh, was ist los, Mann? Ich sag nur, boah, was war das für ein Trip? ST landet im nächsten Hit. Mad Ghetto,
ein krasses Feature, heute schon produziert, Mann. Ja, ich höre meine Stimme nicht mehr. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Hast du mich. Bin ich weg? Nee. Hä? Ach so. So, du hörst halt Monitoring von mir, ne? Ich weiß nicht. Jetzt höre ich mich wieder. Ich mache dann DJ-Monitoring vorhören und dasselbe Signal hörst du ja auch. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, okay. Alles klar. Aber, weiß ich, damit umzugehen. Aber wenn ich sie nicht höre, hören die mich trotzdem. Okay, dann mache ich weiter. Das habe ich nur irritiert. Ich kann das Stream vorhören, aber ich kann ja so machen. Alles gut. Digga, ich hatte nur Angst, dass ich jetzt weg bin. Nee, aber interessant, ich will lernen. Aber mach ruhig, juckt mich nicht. Ich wollte nur sicher gehen, dass der Chat mich hört. Ich höre mich ja trotzdem auch. Dann müsste ich nämlich dich als Gast nochmal extra auf. Mach egal, wenn ich hier weg bin, okay. Rap ich weiter. Ich höre mich auch gut in meiner Kopfstimme. Ja, Mann, ey, da bin ich. Moin, guck, Loritz, ey. Das Setup ist geil, voller Kreativität. Mann, ich kann nicht mehr sprechen, es ist schon spät. Ja, ich mache einfach einen Text. Ganz verhext. Manche Leute, was kommt denn jetzt? Kommt jetzt Übergang schon? Okay, dann warte ich auf den nächsten, Alter. Was war denn das, Alter? Was geht denn jetzt? Ja, ja. Ich kann auch rappen, wenn ich mich nicht höre. Yeah. Ich warte auf den nächsten, Alter. Auf den bin ich heiß. Den hab ich Bock. Kein Scheiß. Ich bin der Knight Rider. Krasser als Spider-Man. Ja. 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 Ah. Ah. Es ist alles wie. Ja, ich flash wie. Ja. 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 Manche Leute sagen, ich hätte ein Problem. Manche Leute können sich ficken und zur Hölle gehen. Du kannst es nicht verstehen, willst die Wahrheit nicht sehen. Du bist eine Marionette, aber wer zieht die Fäden? Irgendwann werden wir observiert beim Kacken. Haben ein Chip im Kopf und ein Strichcode im Nacken. Aber eins ist sicher, ich bin mein eigener Chef. Zieh den Aufzugschlüssel aus dem Rücken, mach mein eigenes Geschäft. Ich suche nach einem wie mir, mit der gleichen Psyche, der die Scheiße kapiert. Du agierst falsch gegen das Richtige, Alter, komm mal klar und merk, was wirklich wichtig ist. Der ethische Aspekt und die Moral in deinem Kopf, das ganze Spektrum abgedeckt und die Leute geben dir Props. Ich scheiße auf die Cops, doch das steht dir nicht zur Sache. Ich bin ein guter Mensch, auch wenn ich das Gesetz auslache. Und wenn ich Kacke mache, feier ich mich, sag kurz drauf, doch da kommt die Reue und ich nehm die Strafe in Kauf. Wenn ich die Straße entlang lauf oder mit der U-Bahn fahr, seh ich nur komische Menschen und mich sträubt sich mein Haar. Ich seh das Ganze klar von mir wie eine Projektion, die Energie, die uns umgibt, ist keine Spekulation. Paranormale Aktion und Kraftfelder bauen sich auf aus unbekannten Teilchen, die wir nicht erfassen, also glaub. Nicht alles lässt sich durch Naturwissenschaften erklären und jetzt mal ehrlich, such was anderes als einen gespaltenen Kern. Die Antwort liegt fern, scheinbar ungreifbar, aber ich such weiter, Jahr für Jahr. Boah, 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 ich komm der nächste hinterher, das ist nicht schwer. Yo, 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 ah. Was geht ab? Ich bin back, wieder am Start, schon gecheckt. ST-Pay mit freshem Shit im Gepäck. Dieser Beat zackt wie ein Low-Kick in dein Schienbein. Ich räum die Szene auf mit nur einem realen Rhyme. Steck die Clubmatte ein, bevor ich sie dir über den Schädel zieh. Hipster wie dich, box dich in die Agonie. Pseudo-Intellektuelle scheinen Moralisten, die sich am Ende des Trends wieder aus Kreuzberg verpissen. Aus alten Plattenkisten extrahiere ich Bestandteile für Bocken, die im Szene-Kids explodieren. Terrorisieren mit Styles und Skills. Mein Flow ist ein Tsunami, der über alle Küsten quillt. Ja, Durst wird gestillt. In aller Herren Länder, ich sende auf einer Frequenz, justiert eure Empfänger, damit ich alle Köpfe schwänger mit meinen Gedanken und die Menschen willenlos wie Zombies umwanken. Was geht ab, ja? Wir sind richtig am Start, ja. Ich werd wieder warm, vergesse alle Sorgen. Ey, das verschiebe ich jetzt auf morgen. Muss mir meine Styles nicht borgen. Hab sie gebunkert, ja, was ist los, Mann? Ungeflunkert, geh ich rein in die Cypher. Alle werden nass, alle werden steif, ja. Es ist purer Sex, wenn ich rap, was ist los, Mann? Ey. Ihr seid perplex. Was kommt als nächstes Rhyme? Für den nächsten Rhyme. Kann das denn sein? Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. Ich höre Kid, wie er zu mir spricht. Yeah! Ein Mann. Ein Computer, ein Auto. Ja. Mann, schön, dass ihr alle da seid, yo. Ist noch jemand reingekommen? Hab ich jemanden vergessen? Was ist eigentlich hier? Ah, was hier? Ich kann den Namen nicht lesen. Fire up!
Hugo Bass hatte schon. Lisa Scribbles, grüß dich. Cocolores. Knallrich, Busbahn 3000, Digga. Wie geht's dir, Knallrich, du geile Sau, Alter? Lange nicht dich im Chat gesehen. Ich muss sowas von übelst improvisieren. Ja, Monitoring ist nichts, weil wir alles über einen Kopfhörer hören oder ein Signal, ne? Ja, alles easy peasy, ey. Lisa, wen haben wir noch am Start? Wen habe ich überlesen hier? Knallrig, ey. Ja, wir improvisieren heute so fullesten, Leute, ne? Also nicht übel nehmen, aber ihr seid am Start und da sind wir echt sehr dankbar drüber, ey. Nice to see you. So, ich sag mal Prost, ne? Und übergebe das Mikrofon wieder weiter. Geile Nummer, ey. Ich freue mich. Es ist cool. Es ist richtig cool, Digga. Ja, gib die VOS mal an, das ist der Hammer. Wir machen das Beste draus. Ja, ey, es ist frei improvisiert. Ihr seht, was hier passiert. Es ist so krass eskaliert. Die krassen Styles extrahiert. So nämlich. So nämlich, Alter. Ah, ist doch cool, Alter. Für so spontan jetzt hier mal schnell zurecht jetzt zuppelt. Boah, THX auf dem Ohr. Boah, ich boah. Mich in deinen. Oh. Your case, one thing we must do is to develop your sense of hearing. Then, was passiert hier, Alter? 4, 3, 2, 1. Oh no! Digga, Traptech, das ist die Freestyle Master Brille. Was geht denn jetzt? Ja, ja, ja. Jetzt komm ich rein mit nem chilligen Flow. Lass es einfach nur so passieren. Oh Mann, ich muss mich mal wieder krass rasieren. Auf den Zähnen, denn ich habe Haare drauf. Was ist los, Mann, wenn ich mir dieselbigen rauf? Passiert eh nicht viel, wie ihr seht. Fühl mich ziemlich aufgebläht. Denn der Gyros mit der Fleischsoße, der kam so krass, Mann. Was ist los, Mann, ey, führt den Basel an. Hier im Ghetto Space sind wir krass unterwegs. Es war so ein krasser Flash. Ruhrpott, Mann, und morgen Smash. Ich zurück mit Johnny nach Berlin City. Was ist los, Mann? Der Beat ist so krass lang. Da mach ich einfach mal einen anderen Flow. Das ist doch gar kein Problem. Denn Retro-SD durchschaut das Scheißsystem. Ihr könnt euch jetzt zurücklehnen. Macht's euch bequem. Ich kann gar nicht gucken, ob ich Dr. Gray spielen darf, ey. Wir lassen's drauf ankommen, oder? Wir lassen's voll drauf ankommen, Dr. Dre oder nicht, ey. YOLO, danach sind wir doch erpicht. Alle Toys spüren den Stich von meinem Giftstachel. Oh Mann, ey, da fliegt die Kachel von der Wand. Hab einen Flächenbrand entflammt, ihn euch tief reingerammt. ST und er stammt direkt aus der Hölle. Oh, was ist los, Mann? Little Retro ST, Ghetto Jam und Ghetto himself. The All Stars. Live from Ghetto Space. Ja, ja. Ja, ja. Fleischsoße. Mann, der ist aber auch endständig, der Beat. Okay, ich quatsche ein bisschen mit euch. Deprimator, Alter, jetzt geht's ja ab, Digga. Der Deprimator. Hardcore. Oh. Und der Rap gibt mir gut, was ich tue. Erledige ich mit Flash und Blut, aber dann schalt die Wuhle. Dann alle Spuren am Verkapitelöt, ein Werfersatur. Es hat keinen Sinn mehr, was ändern zu wollen. Ich rappe seit Jahren und rollig doll. Ich finde Heulen, ich krieg auf die Bollen. Alle Schicht, das Wollen sind plötzlich verschollen. Ist auf meine Meinung und zieh mein Kuga. Mach mir Bitches an meiner Show. Gleich bin der Ultima. Scheiße, sorry. Dafür bin ich jetzt doch ein bisschen zu durch, um so abzuflexen. Was ist los, Mann? Wie verhext denn? Das war ein Hardcore-Trip. Ich versuche ihn nochmal. Vielleicht krieg ich's jetzt hin. Yo, yo.
Ohne Rap geht nichts gut, das was ich tue, erledige ich mit Fleisch und Blut, damit entsteht die Wut. Ihr seid alle schwul, aber kapituliert und werft das Handtuch. Es hat keinen Sinn mehr, was ändern zu wollen. Ich rappe seit Jahren und rauche die Knollen. Jetzt ist der Beat zu Ende, ganz egal, Mann, es sollte einfach nicht so sein sollen. Scheiß drauf, egal, scheiß drauf, Digga. Ja, ich hab echt viel überlesen, ey. Deprimator. Deprimator ist ja, Mann, ey. Digga, nice to see ya, ey. Ja, ich verpasse jetzt eine Menge Chat hier, aber wir haben ja Retro SD aus Berlin hier gerade zu Gast, ey. Ja, ja, und ja, wir werden heute auf jeden Fall nicht ewig machen, ne? Jetzt haben wir schon 30 Minuten geschafft, wow, ne? Du hast recht, Stunde ist doch locker drin, Digga. Ne, also wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, weil die Jungs sind morgen schon wieder unterwegs, ey, wir nach Hause unterwegs, ne? Nämlich, ja, Ruhrpott 3 Tage und heute ist Final Night, ey. Ja, so machen wir das. Ja, ich bin auch ein bisschen, ja, viele Eindrücke so, weißt du, die ganze Zeit. Wir machen das heute einfach hier. What should I say? So Multistream, hätten wir gar nicht mitgesagt. Ja, ey, komm, ich weiß nicht, du musst natürlich nicht durchgehend freestylen. Wir können einfach nur quatschen so, mach dir jetzt keinen Performance-Druck. Aber wenn ich die Musik so höre, dann passt es mich auch schon. Ist ja kein Performance-Druck, ne? We keep it ghetto, weißt du? Ich weiß, Mann. Ja, aber we keep it ghetto, like in the G-E-T-O. Ja, ich versuch mal ein bisschen Freestyle. Der Ghetto macht das nicht so geil, aber cool. Ist doch nicht schwul und wenn, lass es machen, ist nicht mein Problem. Ne, also eben in dem Sinne. Ja, Mittwoch beim Wolf, gestern in Köln, heute in Schalke, was soll ich sagen? Ja, Mann, ey. Und morgen geht's auch schon wieder mit dem Jense, mit dem Wolf, bin ich dann wieder in Düsseldorf und schon wieder Köln, Alter, ey. Und dann sind wir wieder Mittwoch beim Jense. Also, ne, ich bin wieder on Tour, Leute. Ich bin jetzt im DJ-Programm Biene Maya. Biene Maya. Oder du willst doch nur den Willi hören, oder? Oder die Cassandra. Ja, heute schafft man nicht so viel Eisenman, ey. Aber sonst sehr, sehr gerne. Und wir werden wieder back to the routines kommen, würde ich mal sagen. Ja, DJ-Programm heute, erster Stream. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir Dr. Dre spielen dürfen. Jetzt muss ich das mal so ein bisschen mal abchecken. Ja, check mal. Chili check. Künstler nicht gefunden bei den Eingeschränkten, alles klar. Und wenn ich nachher so viele schon mal durch habe, dann kann ich auch wieder mal Übergänge schaffen, weißt du? Tricky, was Twitch da von uns verlangt. Ja, aber dann machen wir mal unsere Hausaufgaben, ne? I did my homework. Und so läuft das halt, ne? Ehre an Da Vinci, was ey. Was hat Da Vinci gemacht, Alter? Wo ist er? Ja, Mann. I don't know. Ey, yo. Dass er da ist, ne? Ja, Da Vinci, schön, dass du da bist erstmal, ne? Und was war mit Hudler? Ich habe vorhin gefragt, jetzt habe ich es aber wieder, vielleicht habe ich es jetzt überlesen. Was denn? Weil ich habe das Gefühl, dass Hudler den Da Vinci schon vorher kannte. Ja, das habe ich irgendwie so wahrgenommen, als wir beim Wolf am Stream waren, habe ich irgendwas im Chat gelesen. Aber ich war auch ziemlich steif am Mittwoch, Alter. Kann auch sein, dass ich das falsch verstanden habe, Alter. Das würde mich ja mal interessieren, Alter. Also von Mittwoch, also ich war da nur auf Schatier jetzt, was? Nee, Mittwoch, okay, bei Wolf, beim Wolf. Ja, brauchst du jetzt nicht gucken, nee. Wollte nur mal zum Hudler wissen, ob er den Da Vinci... Verbindung ist getrennt, versucht uns zu... Ja, das Internet hat mich rausgeschmissen, ne? Krass, ne? Ja. So, ich mach jetzt schnell Hotspot an.
uns hoffentlich. Ja, man hört uns. Ja, Leute, ey, ja, mein Internet zu Hause kackt so ein bisschen ab, ne, seit den heißen Tagen. Ich glaube, ihr seid wieder online, ne? Einmal check, check. Sind wir da, ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt mit dem Handy überbrückt, Hotspot halt, ne? Und das sollte gehen. Hoffentlich, ja, Akku muss ich anschließen. Und hoffentlich läuft das nicht heiß halt, ne? Davor wurde ich immer gewarnt, nutzt doch nicht dein Handy dafür. Aber jetzt mache ich es zum ersten Mal so. Mal gucken, ey. Testing, ey, wir testen heute eine Menge durch. Ja, wir machen heute auch nicht allzu lange, aber solange wir noch schaffen, ziehen wir das heute durch, ne? So, ich mache die Musik hoch, ey, sorry für die kleine Unterbrechung, ey. Hoffentlich habt ihr die Zeit genutzt, ein paar Snacks und Drinks zu besorgen und oder kurz auf Toilette. Genau, ich bin wieder online. Ahoi, Knallrich, Da Vinci, Crispy, Turbo Left. Ja, Mann, wir sind wieder online. Geduld und Tee trinken. Wir trinken heute Weltbier, nämlich Weltins und Voltas, Alter. Ne, WW. So, jetzt nochmal die Frage, weil es wieder untergegangen ist wahrscheinlich. Huddler, kanntest du Da Vinci schon vorher? Bevor wir jetzt beim Wolf waren? Das würde mich ja mal brennend interessieren. Das war ja wieder abgefahren. Wie klein die Welt so ist. So, der nächste Beat kommt. Stark. Ja, heute wird voll improvisiert hier, Leute, ne? Also erschreckt euch nicht, erwartet keine Märchenstunde heute, so, ne? Und so weiter und so fort. Ja, auch keine Emoji, keine Buddhas im Bild oder was ich sonst hier also eingebaut habe. Ich habe meinen Bot aus, weißt du? Achso, Da Vinci hat 20 Euro donatet, Alter. Ach, hör auf, ey. Hat er gemacht. Ach krass, vielen, vielen Dank. Ich sehe es wirklich, ey. Vielen, vielen Dank für den Support, Mann. Da Vinci, ey, ich küsse dein Herz. Brudi, Alter, ey. Ja, weißt du, was wir da denn machen, ey? Ja, es ging ja eigentlich, die Donation Goal startete, als ich im November mein Mischpult kaputt hatte, ne? Ja. Da bin ich nach Mannheim gefahren und hab jetzt das Mischpult geklont. Ich habe auch schon immer wieder nochmal neue Schallplatten eingepackt. Ist ja nicht immer so einfach. Ey, wenn ihr damit anpackt, ich habe eine Schallplatte, die ist noch zu und die machen wir jetzt auf. Okay. Ey, für den 20€ Donation, ey, Da Vinci, gibt's jetzt auf jeden Fall ein neues Vinyl im Ghetto Space. Ey, es ist seit ein halbes Jahr geschlossen hier. Ja. Gefühlt. Ehrlich, ja. Okay. So. Ja, bin gespannt jetzt, Alter. Hast du das schon gezahlt, hast du vergessen? Ah, ja, stimmt, ja, sorry, jetzt bin ich auf der Höhe, Alter. Ja klar, natürlich, haben wir noch drüber geredet. Sorry, es war so viel, es war echt viel. Leute, es war richtig viel gewesen. Hast du Bock, ey? Also ich mache jetzt mit Gast dabei erstmal einen Gast, ey. Ich habe so die Snap, ey, im orangen und gelben Vinyl, weil die Platte ist noch zu. Ich habe selber noch nicht gesehen. Ey, ich habe hier einige Male, haben wir zusammen hier Vinyl zusammen aufgemacht. Leute, das ist halt eine Anniversary Edition, ne? 180 Gramm. Biegen wir gleich direkt nach. 30 Jahre Anniversary, Remastered, Snap, We Got The Power und Rhythm Is A Dancer. Ne, auf dem ersten Album fehlt der Track, dann musste ich mir die hier holen. Ey, für die Donation gibt's jetzt New Vinyl at the Ghetto Space, Alter. So mache ich das. Wir machen die zusammen auf, ihr seht die vor uns, ne? Und dann wird gemeinsam die Rille abgetastet. Ob auch wirklich kein Sprung in der Schüssel ist. Eine Platte natürlich, Rille, ne? Abtasten. Ja, Mann, Alter, ey. Ey, vielen, vielen Dank für den Support. Ey, ich küsse nochmal dein Herz. Hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet, ey. Das Cover ist ja schon mal viel versprochen. Definitiv. Ich hab das Cover schon immer, dieses, ne, Logo. Abgefeiert, ey. Es ist auch abgefahren, ne? Das ist es, oder, ey? Ich glaube, ich hatte das als Tape damals, Alter. Ja, ich meine, wir kennen es auch alle, ne? Rhythm Is A Dancer, Color ich glaub, of ich Love. Ich hatte das als Tape oder meine Schwester. Money's Do You See The Light, auch Exterminator, ja. Ey. Ich höre eigentlich immer ein Album komplett durch, wenn wir es aufmachen. Okay. Aber musst du ja nicht, ey. Ja. Müssen wir aber auch nicht. Das werde ich heute nicht mehr schaffen. Wir schauen mal, was gleich passiert. Aber wir machen jetzt erstmal zusammen auf, ey. Vielen, vielen Dank, ey. Sehr gerne, sagst du, ich küsse dein Herz, ey. Ja, Snap, sagst du, der Hammer. MC Hammer auch geil, aber das ist jetzt nur der Hammer. Ich hätte ja nie die Geduld, eine Platte so lange geschlossen zu lassen. Ja, ich auch nicht immer. Aber ich hatte auch viel um die Ohren gehabt, ne. Und, ja, jetzt muss er irgendwas laufen. Ja. Da ist so eine Endlosrille am Ende auf der DJ-Platte. Ah, okay. Obwohl, nee, endlos ist sie auch nicht.
Ja. So hört sich halt an, wenn der Plattenspieler Strom verliert. Ey. Slayer hatte auch immer Schwerter als Cover. Erinnert mich an die Amiga Games von Papa, ja. Ja, Da Vincis Vater, musst du wissen. Ja. Wir, Da Vinci, die sind ja als Nachbarn zusammen aufgewachsen. Ihr kennt euch. Wir sind als Nachbarn zusammen aufgewachsen im gleichen Haus. Also Berlin im Haus hier. Und auf jeden Fall dickes Bild. Dann habe ich immer mein Taschengeld ausgegeben für Leerdisketten und bin zu Da Vincis Papa rüber, um mir von ihm Amiga-Spiele über X-Copy kopieren zu lassen. Amiga 500, ja. Also solche Disketten hier, meinst du? Ja, so eine, genau, genau. So eine Dinge habe ich mir mal gekauft. Und sein Vater war immer so lieb. Genau, sein Vater war immer so lieb, mir dann seine Amiga-Spiele zu kopieren. Another World, geil, genau. Alter. Beste Leben, Alter. Geil, ne? Der zweite. Haben wir auch geiles Spiel, Alter. Another World, ey, nochmal zocken. Atari ST. Ist Atari ST und PC kompatibel. Ne, ich habe auch die Atari ST. Das ist, glaube ich, nur die PC-Version. Ja. Ey, das machen wir irgendwann mal, weil der Retro ist ja auch so ein Retro, sonst wird er nicht so heißen. Gamer, so wie ich auch, C64, Atari ST, das sind so meine Dinger, aber auch noch ein paar andere Dinger. Und das machen wir auch noch irgendwann, ey. Ja, Mann. Und weißt du, worauf ich Bock hab? Ist auch ein Scheiß, ey. Das können wir auch machen, wenn du wieder zu Hause bist. Summer Games, Winter Games, hast du nicht gesehen, da gibt's ja Rekorde, da machst du Zahlen, wenn du irgendwas geschafft hast. Ja. Und da kann man ja auch unabhängig, wir müssen ja nicht in einem Game zusammen sein. Ja. Aber trotzdem so. Ich hab die Spiele ja auch zu Hause. Genau, dann guckst du, ey, ich bin so weit gejumpt oder was weiß ich. Ja, dann machen wir mal so einen Co-Stream irgendwie oder wo wir zusammen genau. Und dann können wir mal versuchen gucken. Wir uns zu challengen so. Ja, oder das ist eine geile Idee. So, weißt ja, du? Das können oder wir auch Speedrun jetzt nicht unbedingt, obwohl bei Bruce Lee bin ich schon auf vierter Stelle Speedrun, aber hab's nicht hochgeladen. Ja. Ich will nämlich den ersten Platz schaffen. Das schaffe okay. Ich und das wollte ich auch schon mal auf Twitch schon mal machen. Ja, ja. Den Speedrun halt geil. Zusammen so. Ich habe so vieles so vor, ne? Man hat nicht so viel Retro Zeit. Atari ist die. Atari ST. Ja, ich habe auch immer echt an Atari ST gedacht, an deinen Namen. Ja, ja, Atari ST auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Da, ja, ja. Ja, gut, ich habe jetzt kurz mal noch Musik laufen, weil die Platte ist ja noch gar nicht offen hier. Das dauert dann noch eine Sekunde. Dann machen wir jetzt so. Vielen Dank nochmal für die Donation, für euren Support, für eure Zeit, für an alle euch, ne? Ob ein Tag, zwei Tage oder 3000 Tage, ey, vielen Dank. Es gibt so vieles zu machen. Und was machen die Leute? Wir kommen hier zusammen halt, ne? Ja. Das ist echt Twitch, ne? Magic. Ja, Hammer. It's a kind of magic. Okay. Queen dürfen wir noch nicht spielen. Dürfen wir Queen singen? Gute Frage. Boah, ey, es ist knifflig. Es ist knifflig. Wir lassen es doch lieber sein. Ne, ich darf keine eigenen Beats spielen, so. Das ist schon knifflig. Ja. Aber warten wir mal. Bisher finde ich es gechillt, dass ich Karis One, Dre und Busta Rhyme spielen darf. Ist doch schon mal Hammer. Wenn ich so, mich so durchsteppe langsam, dann kann ich erstmal vielleicht wieder normal auflegen. Ich habe echt ein bisschen Paras gerade davor. Ja. Aber es sieht ja noch übersichtlich aus. So, wie macht man so eine Platte auf, wenn man sie gekauft hat? Weißt du das? Habe ich schon ein paar Mal hier vorgeführt. Also, viele wissen ich sag nur, wie ich das immer mache mit sag CDs. Mal. Ich gehe mit dem Fingernagel immer hier oben lang. Die Folie. So, jetzt will man so eine Schallplatte, die man gekauft hat, so original wie möglich behalten. Dann kommt natürlich eine Klarsichtfolie drüber. Zum Beispiel das hier, auch das. Ich habe Platten, die habe ich schon seit über 20, 30 Jahren noch diese Plastikfolie drüber, dass man das echte Cover noch nie schön sauber gesehen hat, weil man versucht, eine Platte so original wie möglich zu behalten. Ja. Und man möchte jetzt hier nur, wo die Platten rauskommen, möchte man wirklich nur diese Seite aufmachen. Ach so, dass man nur die Platte rausholen kann. Aber genau, und der Trick ist es jetzt natürlich mit irgendeinem Gegenstand oder sonstiges halt aufzumachen, aber eine Jeanshose hat man zu 99% an, behaupte ich jetzt mal. Ja. Dann nimmt man diese Schallplatte, ich stelle mal kurz auf, dann sieht man halt besser, dann rubbelt man nämlich, aber nicht da, wo ihr denkt, ne? Über die Hosenbeine an dieser offenen Stelle, ne? Damit das und dann warm. Wird auch warm, ne? Auch heiß. Ah. Ich denke manchmal, hilft mir meine Hose. Und dann öffnet sich das schon so leicht. Ist ja und geil. Und dann kann ich hier so links, rechts gehen, bis ich da die ist Seite ja offen habe. Cooler Trick, das Alter. Wissen natürlich auch jeder. Da Vinci, Titel, hast du das ne? gewusst? Da Vinci's Papa hat einen Plattenladen. Ach, hör auf. Ja, dann auf jeden Fall, behaupte ich jetzt mal, ne? Also definitiv. Jetzt nicht, aber ungefähr. So, ich verpasse den Chat bis denn, ne? Sehr legendären sogar. Da Vinci, darf man das sagen? Welchen Plattenladen dein Papa hatte? Wo denn? In Berlin? In Kreuzberg. Ja, in Kreuzberg, das ist ja schon mal in dem Fall. Oder ich weiß nicht. Ich habe auch Platten, wo noch Kreuzberg, Zossener Straße, Plattenladen, ist ein großer Plattenladen. Zossener war es nicht, ne? Okay. Da gibt es viele. Ich habe in den 2 Monaten, die ich da war, keine 10 Plattenläden, aber so fast überall habe ich Platten gekauft. So, Lisa, du hast gefragt, ne, eigene Beats, also ihr könnt gerne mal gucken, DJ-Programm, was man darf oder nicht, einmal googeln, da gibt es die Seiten zu. Ja. Das ist schon tricky. Ja, man darf wirklich nur das spielen, was hier angegeben ist.
Ja, sag ruhig, ist ja schon lange leider zu. Ach so, schade, aber. Ja, ja. Vielleicht gibt es ja Leute, die es kennen. Okay, also war ein kleiner Laden, aber ein sehr kultiger, traditioneller Laden, ja, den viele in der Szene kannten. Das war halt eher, also das Klientel, die Leute waren halt eher so, ja, was ist so, Classic Rock oder Rock, 60er, 70er Jahre Rock? Rock, Pop, Punk. Na, eher so Rock, ja. So, ja, so alte Rocker, Männer haben da rumgehangen. Ja, und York Records in der Yorkstraße. Hat sich sogar Quentin Tarantino drauf. Rock Alt-Hippies, ah, okay. Rock Alt-Hippies, also, genau. Oder hat sich, Alternativ-Hippies? Oder nee, Alt. Okay. Rock Alt-Hippies. Hat sich sogar Quentin Tarantino in den Laden verirrt, als er beim Inglourious Basterds Dreh in Berlin war. Ja, kam Quentin Tarantino selber in den Laden rein. Was? Ja, ja. Ich habe damals sogar Klabautermann, falls er dir was sagt, der ein bisschen Reggae-Style macht, den habe ich da in dem Laden kennengelernt. Geil. Haben wir das Freestyle-Session gemacht, da habe ich Klabautermann, der kam. Der hat gesehen, in dem, da waren wir oft volle Hütte und oft auch Party spontan in diesem Plattenladen. Und Klabautermann ist da vorbeigelaufen und hat gesehen, da ist Action im Laden und kam einfach rein. Und so habe ich Klabautermann kennengelernt. Also da ist viel passiert in diesem Plattenladen. Das ist sehr legendär. Die Ärzte fahren Urlaub war auch oft da. Ja, krass, Alter. Mhm. Mega, ja, es war wirklich. Obwohl, wo kommen die Ärzte her eigentlich? Na, aus Berlin. Sind das echt Berliner? Ja, sind doch, oder? Das sind richtige Berliner. Ich wüsste das jetzt soweit gar nicht aus dem Stegreif, muss ich zugeben. Als Berliner weiß man es vielleicht eher, aber ich habe das echt nie so wirklich bei denen registriert. Ich bin Berliner, ja, sagt er. Ja, ist es so? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber jetzt war ich unsicher, weil du so nachgefragt hast. Weil ich das Lied im Background, ja, wir hören gerade Chronic, Dr. Dre 2001 Instrumentalalbum. Das haben wir auch hier dank euch, sag ich mal. Durch den Support habe ich das wieder in den Stream reingesteckt und mir natürlich hier die Sammlung erweitert. So habe ich, so pflege ich das hier. Ich sag mal Ghetto-Style. Ich teile halt, ne? Sharing is the thing, yo. You know what I mean. So, ich baue hier kurz mal eine lustige Zigarette, weil ich habe ja die Schallplattenseite schon aufgemacht, aber die Hülle immer noch nicht rausguckt. Ich sehe schon, Papiercover ist bedruckt. Ich bin sehr gespannt. Aber ohne Smoke und ohne Drink, den habe ich ja stehen, geht's hier nicht weiter. Also ich drücke mal kurz hier auf Pause. Und die sagt auch, die Ärzte aus Berlin. Ja, okay, eigentlich ja, ne? Aber die machen auch nie Werbung dafür, so, ne, in ihren Songs, oder man hört es auch nicht raus. Ja, zumindest weiß ich, fällt mir gerade spontan ein, jetzt, wo du es sagst, von Dings, von Westerland, da singt er auch, wie oft saß ich schon am Wannsee, wie oft sprang ich in die Spree. Aber Westerland, ist das denn in Berlin, hallo? Nee, nee, aber er singt in dem Song Westerland die Zeile, wie oft saß ich schon am Wannsee, oft sprang ich in die Spree und so eine Geschichte. Okay, dann habe ich die Zeile wohl nie wirklich registriert möglich. Ja, aber sonst, Westerwald ist doch NRW, ne? Westerland. Ach so, Westerland. Ach, yo. Weil Westerland ist, Okay, es gibt den Westerwald. Ah, jetzt. Nein, Westerland ist ja, alles, du hast vollkommen recht. Na, wo ist das Nordsee? Ist es Sylt? Nee, Westerland, wo ist denn, ist das auch Sylt? Ja, nee. Eben, das ist halt... Oder bin ich jetzt bescheuert? Aber sorry, ist jetzt wieder ein bisschen peinlich hier, Geografie nicht gelernt. Ist ja nicht schlimm, man kann ja auch nicht alles wissen, ne? Wäre ja auch langweilig. Na, was ist Nordsee? Auf jeden Fall Nordsee, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht was völlig Bescheuertes gesagt. Wie sollen sie verbieten, komplett zu hören? Zu Not läuft das unter Just Chatting. Genau, habe ich gerade auch gelesen, was du geschrieben hast, Eisenmann. Ich kann jetzt nicht darauf zu reagieren. Ja, Mann, also ich mache ja eh mit Zigarette. Ich bin ja gerade ein bisschen. Ich muss wieder in Übung kommen. Chat lesen, auflegen und Gäste empfangen ist jetzt für mich echt eine Challenge. ja, echt Retro-SD aus Berlin ist da. Ich kann es nicht glauben. Das war zusammen beim Wolf fahren. Ich kann es auch noch nicht. Ich glaube, ich realisiere das jetzt auch erst so, wenn ich wieder zu Hause bin, nach und nach. Es war schon echt also abgefahren. Ich muss echt mal sagen, ey, es gibt so viel, es gibt Internet, wir haben Computer, Internet. Und dann Scheiß drauf, Digga. So viele Plattformen, wo man connecten kann, ne? Aber diese Twitch-Family, sag ich mal. Twitch ist krass, Mann. Das ist nochmal so Magic, ne? Wie ich gerade schon sagte. Seit der ersten Minute ist nie der Hype ausgegangen, die Flamme, so, ne? Twitch wird nie langweilig, ne? Twitch is one love, Alter. Das ist wirklich krass, Alter, ey. Ja, wie lange bist du schon auf Twitch übrigens, ey? Also ich habe 2017 angefangen. Du hast selbst zu streamen. Selbst zu streamen. 2017. Hab das ein Jahr gemacht bis 2018. Dann gab es ein paar Umstände, da hatte ich dann... Also schon richtig regelmäßig direkt? Ja, 2017 bis 2018 habe ich zwei, dreimal die Woche gestreamt. Das ist ja schon echt eine super Weile, ja. Und dann habe ich aber zwei Jahre nochmal Pause gehabt und habe dann 2020 wieder meinen Reboot gehabt, so weißt du. So. Aber du bist nicht so ein Corona-Starter, sag ich mal. Ja, ich habe zu Corona neu angefangen wieder. Okay, nochmal. Aber du hast schon vorher... Ich habe vorher schon mal ein Jahr gehabt, krass, so zwei Jahre vorher. Ich habe das durch einen Kumpel kennengelernt und dann habe ich
mal einmal Red Dead Redemption gezockt, so, weißt du, so testen, so Technik halt, ne? Aber dann auch nur einmal, so, weißt du, es gab mal sogar einen Clip, ey, so, ne? Total witzig. Und dann habe ich mit einem Kumpel doch, auf Steam Parts Spiele gespielt. Double Dragon Neon haben wir gezockt, ey. Ja. Ein paar Levels, das war schon nice, weil wir das fast zu 100% durchgezockt hatten. Weil manche musste auf Multiplayer Sachen machen. Ja, ich mag auch die alten Games, Retro, Double Dragon, aber es war Neon, diese neuere Version. Mhm. Ja, Double Dragon, C64. Kenn ich noch, ja. Ey, das sind so Spiele, da setzt man sich zu zweit hin, das machen wir auch noch irgendwann, ja, wenn wir da sitzen. Ich kann ja den einfach unter dem Arm mitnehmen. Ja. Und dann können wir bei dir zocken. Ich kann euch sagen, Chat, wir haben uns so viel vorgenommen, was wir alles. Also wir haben das Wichtigste gerade so komprimiert und da einen Hut gekriegt, so. Aber eigentlich haben wir noch viel mehr vor, was wir alles gar nicht geschafft haben. Aber ich komme ja wieder. Ja, also das ist nicht das erste, letzte Mal, ne? Das erste Mal, ja, und das, auf jeden Fall haben wir schon so viel Energie hier gefused, ne? Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt endlich erst so ein bisschen ankomme. Und jetzt bräuchte man eigentlich nochmal so ein paar Tage Ruhe und irgendwie, keine Ahnung. Sisters and Brothers, ne? Diesen 9,5 Stunden Zug, eine Stunde ausruhen, zack zum Wolf. Das war krass, Alter. Die kam ja noch gar nicht an. Und zack, wieder nachts zu mir. Das war so. Pennen, am nächsten Tag nach Köln, wieder abends zurück. Heute sind wir ein bisschen durch Gelsenkirchen hier. Eigentlich heute erst richtig angekommen. Das war endlich voll der Turbo-Run einfach so. Ja, Getterstar muss mal nach Berlin und ich bin BVB-Fan und will auch mal wieder in den Pott. Ey, also Fußball, ich hab Respekt und akzeptiere BVB, ne? Will ich das mal so sagen. Liebe ist bei mir woanders, nämlich Königsblau. Also man kann sich ändern, ne? Aber da stehe ich auch zu. Und ich komme mit Dortmund dann sehr gut aus, weil wir machen Musik und spielen keinen Fußball. Ja. Ey, mein Smoke ist ready. Wir haben eine neue Schallplatte, die wir gerade aufgemacht haben. Ich bin selber sehr gespannt, Bruder. Es ist immer, ich weiß nicht, kennst du das? Hast du schon mal Vinyl gekauft so? Ja, ist aber lange her. Das Vinyl, das ist immer so elektrostatisch. Ja, ja, das weiß ich noch. Ja, wenn man es rausholt, genau. Ich blend's mal hier rein. Ey, Leute, also ich mache das wie immer. Ihr guckt zuerst. Ich gucke aber natürlich mit dem Retro-Esti. Du siehst es auch nur in der Kamera, wie es aussieht, ne? Ich zieh's mal ganz raus, ey. Also der Flasche auf, ne? Ja, sehe ich, ey. Ich guck nochmal rein, ob gleich ein Sticker drin ist. Wir gucken auch nochmal ganz kurz. Okay, es ist Turbo B mit seiner Fäuste zum Kreuz, ey. Und das ist überall nichts anderes, ja. Alter. Sehr einfallsreich, ja. Alter. Ja, Leute, ihr verpasst hier nichts mit den anderen Seiten. Ja, ich sag mal, Triple X kennt er und das ist hier Quattro X. Ja, Mann. Ich sag. So, ich hol mal. Es ist ja gelbes und orangenes Vinyl. Wo ich sehe schon gerade hier durch den Schlitz. Also, ich lasse mir immer sehr viel Zeit dabei, weil es machst du nur einmal, weißt du? Natürlich, natürlich. So, ihr seht hier und jetzt hol ich sie mal raus hier. Sollen wir sie rausholen? Ja, natürlich, hol raus. Ja, aber nichts unter der Gürtellinie. Ja. Also, ich weiß nicht, was die erste Vinyl ist. Auf dem Bild scheint es die orange zu sein. Das sieht aber mehr nach rot aus, ne? Also, ich gucke nochmal kurz hier rein. Sorry, dass ich mir so viel Zeit lasse, ey. Vielleicht ist da ein Sticker. Ach, nix, ey. Ist ja ganz ehrlich, Mirko Machine zu Hause besucht, mir so ein Packen Schallplatten in Hand gedrückt. Auch das eigene von ihm. Die Profis hier unter dem Radar. Schallplatte ist auch da. Da war der Sticker nämlich drinne in der Schallplattenhülle. Ja. Na, freut sich halt ein Musik-Schallplattenkäufer. Egal, ich bin sehr froh. Buntes Vinyl haben wir auch nicht immer, aber immer wieder öfters. Ich hole sie mal raus. Das ist für mich echt immer. Ich will keinen Knick, gar nichts. Das muss immer so wie am Anfang aussehen. Sieht das geil aus, Alter. Hat was, ey. Was ist das für ein schwarzer Punkt? Der ging mir sofort ins Auge. Es ist halt im Plastik, das ist nie rein. Ui, guck mal hier, so ein silberner Punkt hier. Ist ja Wahnsinn. Ist das echt Dreck? Ja, aber komm, ey, das wird schon schief gehen. Ich mach das gleich mit der Bürste. Leute, Seite B, Seite A, wir hören's jetzt, ey. Madman's Return. Agathe Bauer sagt das schon. Agathe Bauer, ey. Timeout? Wieso? Vielleicht wegen so Links schicken, so. Das ist dann automatically Abriss-Johnny für eine Sekunde. Ja, das ist aber wegen Links, ne? Also das passiert automatically. Da müssen wir nochmal drüber gehen. Also nicht in dem Sinne. Wurde Abriss-Johnny getimeoutet? Aber für eine Sekunde nur. Und das kann höchstwahrscheinlich für einen Link posten, weil VIPs dürfen es, ne? Wir müssen ja auch irgendwo mal so, aber wir sind ja da, ne? Eisenmann lacht. Schön, wie es leuchtet, ne? Ja, die andere Platte, die hole ich gleich mal raus, aber ich will sie eigentlich mal nebeneinander packen, wie die Farben so schillern, weißt du?
Das ist auch der letzte Track auf der Platte, auf der Seite, dann sehe ich auch schnell wie möglich. Boah, sieht auch krass aus, Alter. Also Jamiroquai ist auch knallgelb, ne? Ja. Die ist aber leicht durchsichtig. Und da habe ich die golden, das ist vom Snoop Dogg, die ist golden, die sieht so marmoriert auch noch aus. Guck mal hier, das Plastik, die haben sie nicht super entbearbeitet. Nee, nee, das ist aber schon ist ein super Produkt eigentlich. Grobkörnig. So Leute, hier haben wir sie, das ist Snap, ey. Das ist die Snap, ich habe sie gerade aufgemacht. Was gefällt dir persönlich besser, gelb oder rot? Obwohl ich kein BVB-Fan bin, muss ich sagen, gelb ist doch schöner, ey. Sieht irgendwie krasser aus, ne? Ne, irgendwie ist das, ja. Auch schwarz und gelb passt gut zusammen. Obwohl, so. Die Nine Maxi mit Watch Your Wand und so, die ist auch so orange, bisschen oranger als das hier ja. Rot ist, sag ich mal, ne? Ja, aber ich finde auch mit dem Cover, das, die gelbe Schrift mit dem schwarzen Hintergrund, das passt. Ich hab Picture Disc, das gibt so geile Schallplatten, weißt du, ja. So, das macht schon Spaß, ey. So, ja, fangen wir mal an, ihr hört mich so leicht, ne, wenn ich in die Richtung spreche, wir hören uns ja auch, ne? Ja, ey, ich will das ganze Album mit euch durchhören. Was fühle ich mal jetzt auch so? Das mache ich aber später mal vernünftig. Eventuell mit. Hörst du heute das ganze Album noch durch? Ja, mache ich oft, aber auch nicht immer. Okay, weil ich werde heute nicht so lange durchhalten, das habe ich euch jetzt schon mal. Haben wir doch gerade auch schon gesagt. Naja, nur dass ihr euch nicht wundert. Falls Ghetto hier sich entscheidet, das Ding durchzuhören und weiter streamt, kann es sein, dass ich zwischendurch schon mal Tschüss sage und zur Tür raus verschwinde und mich schon mal ins Bettchen lege. Aber erstmal bin ich noch hier. So, ja, Quicknick, ey, ich lese gerade die Leute hier. Alte Socke mal wieder am Start. Jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, es war halt eine Pause, die ich brauchte. Private Stuff, ne? Juckte die ganze Zeit, wieder online zu kommen. Heute habe ich einen Gast, das erste Mal im Ghetto Space aus Berlin, Retro Esti. Ja, könnt ihr auch gerne mal auf jeden Fall followen, wer es noch nicht macht. Haben wir schon Shoutout gemacht? Ey, war das ein Shoutout auf Deutsch? Ausruf. Keine Ahnung. Aber das hört sich so doof an. Ja. Würden wir das kommunizieren so? Macht mal hier. Es ist mittlerweile so schlimm mit den ganzen Anglizismen, dass man schon keine eigenen Wörter mehr dafür hat. Ich versuche das immer gern auf Deutsch zu übersetzen, ne? Exhibit, achso, ja genau, Exhibit haben wir auch. So, ich scroll nochmal runter, ich habe nochmal hochgescrollt. Hast du Insta? Folgeempfehlung ist auch ein krasses Wort. Folgeempfehlung, ja, ja. Ja, eine Empfehlung, doch. Ey, ja, eine Empfehlung, ja, auf jeden, auf jeden. Siehst du, man kann schon gar nicht mehr auf Deutsch Ausschrei, reden. Ausschrei, ne? Das ist halt. Ausschrei! So, ja, wir hören jetzt Snap, The Madman's Return. Ist das zweite Album? Das erste war ja The Power und Co. gewesen. Ja. Wie hieß das? Habe ich aber auch hier. So, das Cover, wo packe ich das hin? Kurz so. Na, ich habe meine Vinyl-Cover. Ja, ich mache das mal da. Ich höre auf jeden Fall auch noch mit rein. Habe ich schon Bock erstmal noch. Also wir hören auf jeden Fall Rhythm is a Dancer. Das skippe ich nachher zack hin. Wir müssen halt wirklich nicht alles hören. So, okay. Ne? In dem Sinne. Einmal hier. Klingt vom Vinyl einfach knackiger, so finde ich halt, ne? Ist so, ey. Ja, ja, das stimmt. Auf jeden Fall gleich erstmal nur die Hits spielen, so das werden wir jetzt nicht komplett durchkauen, aber später mal auch schon mal. Quick Nick, du alte Socke, ey, vielen Dank für deinen Support, Mann. Ich küsse dein Herz, Mann. Buddy. Ja, ich habe heute eine Menge Chat verpasst, muss ich zugeben, ey. Aber so, ja, müssen wir erstmal wieder reinkommen. Das ist jetzt auch neu mit Gast, ist man erstmal multitaskmäßig überfordert. Ja, nicht The Madman's Return, obwohl es auch passt, aber The Ghetto Stars und mit Abriss Johnny in the Backstage und Retro SD, we are back again, ey. Ja, ein bisschen Kraft gegeben, dass wir es heute auch machen, ey. Haben wir auch einen Grund, wieder online zu gehen. Ja, Mann. Hast du einen Schluck, ey?
Nö, ja, aber. Dann stoß ich mit denen an, ey. Ja, mach mit denen. Eintracht Tim, Alter, was los? Was will man mehr am Freitagabend? Schön, dass du drin kriegst, Alter. Ich sag dir gleich, ich persönlich mache nicht mehr allzu lange. Wir hatten einen harten Trip jetzt hier hinter uns. Jetzt wollen wir es nicht zum 100. Mal erklären, aber ich bin groggy. Und wir chillen jetzt auch schon ein Stündchen hier, aber ich bleib noch kurz ein bisschen drin. Aber schön, dass du da bist, Digga. Freut mich, dich zu sehen. Ja, Mann, Moinsen, Eintracht Tim, ey. Ja, und ich bin noch Goofy, ey. Das heißt, da geht noch was, ey. Ja, Mann, Kokolor ist ebenfalls, ey. So, ich werde auch auf jeden Fall wiederkommen, ne? Jetzt kommen die guten Tage wieder, ne? Ups and Downs. Ich find's interessant, weil ich hatte ja auch jetzt ein halbes Jahr nicht gestreamt, wegen privaten Problemen. Ja, ne, wir haben so irgendwie ähnlich die Pause jetzt gehabt, wir beide so. Und ja. Jetzt kommen wir beide hier wieder rein. War das auch? Wann habe ich zuletzt wirklich offiziell gestreamt? Muss ich auch nochmal gucken, ey. Ein Bierchen geht immer, ne? Eben, ein Bier ist kein Bier. Eins hatte ich ja schon. The Bad Man is back. The Ghetto Jam is back. The Bad Man is back. A.K.A. The Mad Man's Ghetto Jam is back. The Bad Man is back. Mit Retro SC featuring Ghetto Jam is back. The Bad Man is back. Yeah. Lisa, ich küsse deine Hand. Ja, er ist Rapper, weißt du? Ja, natürlich. Wann kam das raus? Vor 30 Jahren, aber wann kam die Platte raus? Weiß ich mal. Anfang 90er, 90, 91 oder sowas? Ja. Würde ich schätzen. Sag mal eine genaue Zahl, ist das schon auch in die Richtung gegangen? 90, ich sag 90. 90? Sag ich jetzt. 1990, sag ich. Ich glaube, ein bisschen später, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich rate jetzt auch mal so Rhythm is a Dancer. Wann kam das raus, ey? Ohne gucken, was der Chat schreibt, dass ich mir überlegen und bevor ich hier drauf gucke. Du sagst 90? Ja, sag ich jetzt einfach. Ich sag mal 92, weil ich glaube, das andere kam so 89, 90 raus. Okay, jetzt gucken wir mal. Wisst ihr, das war dann raus? 92, oder? Oder 94 sagt Lukas. Jetzt muss ich gucken, jetzt klären wir es hier auf. Oder ihr habt schon im Internet geschaut. Was steht denn hier, ey? 72 kann man, nein, 92 glaube ich, ne? Das ist ja nicht 82, oder? Nein, nee, 92. 92, 82 niemals. Na gut, ich hätte zuerst 90, 91 gesagt, ne? 92, ja, wenn das die 30 Jahre Anniversary ist, ist das ja dann 2 Jahre her, die Pressung. Ja, ich bin froh, weil Rhythm is a Dancer und auch viele, viele, viele andere Hits. Jetzt zappen wir zu den Hits. Also ich muss sagen, okay, das war der Intro-Song, ne? Ey, diese Platte haben wir gerade hier neu aufgemacht. Danke nochmal an euer Support. Da Vinci, das ist jetzt gerade dir gewidmet, ist ja klar, ne? Ja, Color of Love ist einer meiner Oberliebling-Tracks mit. Ich zähl mal kurz durch, was auf jeden Fall Believe It, wüsste ich jetzt nicht, müsste ich kurz hören. Seite BC, Who Stole It, müsst ihr auch hören. Don't Be Shy, ja. Rhythm is a Dancer. Trump, Bruder. Was ist denn das da mit meinem Channel und Maki 1-2? Was geht denn jetzt? Ja, Retro SD haben wir einen Shoutout gemacht, ne? Ach, da ist noch meine alte Beschreibung drin, was ich zuletzt gespielt habe. Ach so, ja. Ach so, ich habe mich gerade gewundert. Aber danke für den Shoutout. Ja, Mann, vielen Dank. Folgt mir gern. Ey. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein bisschen Highlights. Könnt ihr gerne mal stöbern. Genau. Ja, eben, auf jeden Fall Werbung. Eintracht hier. Tim dachte, wir sind heute beim Biggie Wolf. Das war Mittwoch, Digga. Mittwoch waren wir beim Wolf. Aber es wird auf YouTube hochgeladen. Genau, kannst du dir angucken. Genau, das kann man. Und du kommst wieder. Ich komm auch wieder. Aha. Auf jeden Fall, ich komm wieder. Wir haben ihn nicht abgeschreckt. Ganz im Gegenteil, das war so ein geiler Abend. Das hat super gewiped zwischen uns allen. So, es war eine richtig coole Atmosphäre. Ne, wie viele geile Abende und jeder Abend ist wirklich nochmal explizit individuell, ey. Ja. Genau, so machen wir das, ey. Ich wollte gerade was sagen. I got the power. Hören wir nächstes Mal das Album. Wir sind jetzt erstmal bei dem. Frisch aufgemacht. Es ist ein starker Track. Color of Love. Hör mal auf den Rap. To hear your voice, girl, it breaks my will. Mortal words can't explain how you make me feel. I got your telephone number. I hear a ringing on my mind, girl. It's just one thing. It's to make your mind bring your happiness. I like your love best. I'm Romeo to always best. I'm not a con, man. Throwing your rap. Turbo B is above all that, you know it, you know it, you know it, you know it. Also die hatten ja immer verschiedene Sänger gehabt, ne? Wusstest du das? Nee. Snap war nicht immer dieselbe Sängerin. Ah, das wusste ich nicht. Ne? Da gab's ja noch ein Album nach. Ja, ich hab nochmal rausgegangen, ja, es ist schon ein geiles Feeling.
diese 90er Musik. Ja, das geht deep, ne? Ja, aber es gab so die Trance-Zeit, so Musik, elektronisch hat sich so stark entwickelt in der Zeit. Das war noch mit Rap sehr viel. Turbo B ist auf jeden Fall. What color is love, G? You cannot tell me. And if you try to see, you would not reach me. I live to let live for the fact that I am MC Turbo B and I'm my own man. Color struck or prejudice. None of the above is on my love list. So cram my man to understand if you will. There's no color of love, so chill. So chill, chill. Color of love. Easy medium. Ja, so Prodigy und sowas, weißt du? Spiel ich ja auch gerne mal. Hab ich sogar hier, The Fat of the Land und so. Ja, auch fett. Dieser 90er Sound hier, genau. So dieses Snap oder auch Ace of Base und sowas. Das sind so Songs, da muss ich immer voll krass an meine Kindheit denken, an so. Was ist du für ein Baujahr? 82. Ja, hat es mir ja gesagt, aber ich wollte mal hier und fragen. Ich bin 76, das sind 6 Jahre Unterschied. Ja, okay. Und pass auf, zu der Zeit, ich muss besonders an 1993 Griechenland-Urlaub denken, da waren wir in so einem Club. War so 10, 11, ne? Ja, waren wir in so einem Club, in so einer Clubanlage mit so All-Inclusive und so, und da gab es auch immer so Disco und vorher auch immer so Kinderdisco, so ab 20 Uhr oder sowas. Und da lief halt immer diese ganze Musik und da habe ich immer so Backflash, so in dieser Zeit, wo man das erste Mal so als 10, 11-Jähriger in so einer Kinderdisco mitgetanzt hat, so die ersten Urlaubsflirts und so, weißt du? Ich hab ja, voll, ich, Alter, in diese Ferien dann. Urlaub, ja, weißt du, was ich meine? Und das ist so für mich dieses Feeling, was ich kriege, wenn ich diese Musik höre. So. Keine Ahnung, Alter. Ja, die haben in die Zeit dieses, auch noch... Dieses Sommerurlaubsfeeling aus den 90ern. So. Guck mal, wenn ich das heute noch höre und vielleicht viele andere auch, ich finde das echt gute Musik gewesen. Ne? Ja, das sowieso. Aber für mich kommt noch mal dieses krasse Feeling, diese Kindheitserinnerung. Back to the 90s, ja, Mann. 82er, ich auch. Ja, okay, Baujahr. Ja. Ich text auch einfach wie so lange nicht wie heute, 21, definitiv. Moin, Familie nochmal. Ich komme öfters wieder. Ich zapp mal jetzt zu den Classics, die ich jetzt völlig noch hören möchte. Und du hast ja in Wochen, ja, bald auch wieder Geburtstag. Das ist richtig. Also, und das Lustige ist, weil das ist lustig, also an einem Mittwoch habe ich Geburtstag und mittwochs bin ich immer in Dortmund beim Wolf. Ne? Richtig. Also werden wir das Ganze wahrscheinlich, hoffentlich hat der Jens dann auch nichts anderes vor. Oder muss ich den Jens auch noch drauf, wie sagt man, ey? Ja, muss ich ihn auch noch Dings, ne, sagen, dass wir das bei ihm vorhaben, ne? Ist das lustig, ey. Ja, ich will meinen Geburtstag beim Jens feiern, ne? Mal gucken, was er erlaubt, ey. Doch, schalte ja, wie alt werde ich, ey? Ja, 48, ne? Habt ihr nicht gehört? Ja, ich zapp jetzt mal zu den Hits hier. Also, was heißt Hits? Das ist alles Hits, ne? Aber kurz reinhören und dann zapp ich direkt weiter. Rhythm is a Dance, das war an unserer Seite, letzte Track. Und dann auf dein Do You See the Light müssen wir hören. Da gibt es eine 7-Inch-Edit von Rhythm is a Dance, da ist zweimal drauf. Und da es auf zwei verschiedenen Schallplatten ist, kann man quasi so einen Übergang-Effekte, während das da läuft, kannst du mal Rhythm is the... Ja, Rhythm geil, auf jeden Fall, so, ja. Kann man richtig geile Sachen machen, solche Sachen. Also so denke ich dann direkt als DJ. Ja, ich sehe es jetzt gerade zum ersten Mal, dass das der Fall ist. Ja, ist geil. Auch sehr geiler Track, aber wir gehen jetzt mal, wir skippen mal weiter. Da gibt es leider keinen Knopf bei Schallplattenspieler, das muss man dann manuell machen. Was machen wir jetzt? So, sorry, ich bin hier gerade voll busy. Was sagt der Chat? Ihr seid ja da, ne? Eben, ey. Und Crispy Cuts, danke für deinen Follow. Sehe ich gerade hier als E-Mail-Benachrichtigung auf dem Handy. Nice, danke. Ja, wir sind eine Familie, Leute. Wer ihn noch nicht kennt, der hat den Ghetto auch noch nicht kennengelernt. Und so entwickeln wir uns einfach weiter, ne? Is it just a mental thing? V-Man, haha, grüß dich, guten Abend. So, pass auf, Ghetto, ich drehe jetzt noch ein Kippchen. Ja. Pafft es noch in Ruhe? Und dann ist es ein Dancer, das ist auf der anderen Seite jetzt. Ja. Danach meinetwegen, weil das ist... Ja, das dauert, bis ich das jetzt hier gemacht habe. Dafür habe ich die Platte ja geholt und die nimmst du jetzt im Ohr mit. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Ja. Rhythm is a Dancer, noch ein Kippchen und dann werde ich so langsam mich mal verdünnisieren. Ja, das ist so. Was sagt denn die Zwiebel, ey? Die Zwiebel sagt, es ist schon 1:15. Ach du Scheiße, dann ist ja wirklich schon spät, weil wir morgen, ich habe auch morgen eine Menge. Du hast morgen auch Programm, Digga. Ja, Mann, ey, ja, Mann, ey. Ja, ne, Eintracht, ich denke auch immer, dass ich mir jede Platte eigentlich doppelt kaufen müsste wegen Mixen. Ja, so ungefähr. So viele Maxi-Hip-Hop-Platten habe ich auch doppelt. Boah, ich, diese
diese Drums, ne, bei Snap halt, ne? Ja, man hört schon I've Got the Power so raus und so, ne? Ja, viel netter. Jeder hat so, das ist halt die Handschrift auch von denen, ne? Ich glaube, das ist auch alles Deutschland produziert, ne? Also, ja, hat Da Vinci vorhin auch schon geschrieben. Ja, ja. Vieles früher, vieles, vieles früher, ey. Ja, auf jeden Fall kann ich nur noch mal sagen, bevor ich es nochmal vergesse, bevor ich gehe. Eurodance, das ist der Begriff, ey, was da so aufpasst. Eurodance. Ich mag das auch, Rhythm is a Dancer, Everybody Dance Now und so weiter. Haben wir auch schon Eurodance-Mixel Abend gemacht, ist auch unsere Zeit. Das machen wir mal, das ist wirklich Party, weißt du? Ja, wir sehen uns hier zum ersten Mal in Dortmund, Köln und heute Gelsenkirchen aus Berlin angereist, ey. Und ja, wir werden uns definitiv wiedersehen in Berlin, in Dortmund und in Gelsenkirchen und auch noch überall anders wahrscheinlich. Und es ist ein Kennenlernen, 3-4 Tage so, ne? Und ja, ich denke mal, die nächsten Sessions haben wir dann ein bisschen mehr Programm, weil wir auch eine Menge vorhaben, C64 und so weiter zocken. Ja. Und auch Musik-Sessions machen. Auf jeden Fall. Wir wollten eigentlich auch noch einen Track machen, haben aber... Haben wir eigentlich auch schon. Naja, Gelo hat richtig geil angefangen, Beat zu bauen, hat was gesampled und ich war echt beeindruckt von seiner Technik und auch von dem, was er so drauf hat. Aber eigentlich wollten wir noch einen Text schreiben und den einrappen, aber das haben wir natürlich heute nicht mehr geschafft. Das war unrealistisch. Aber beim nächsten Mal. Das machen. Aber wir haben Bock und wir haben auch eine Menge auf der Liste, To-Do-Liste, haben wir gemerkt, gemeinsame Interessen, ey. Ja. Weil der Track ist auch sehr deep, ich skip sofort, ey. Weil Rhythm is a Dancer ist der nächste, ey. Ja. Dann hast du auch deine Kippe so. Genau. Also ich will jetzt die Platte nicht jede Rille testen. Ja. So, auch mal zu den Chat lesen. Public Sanity auch im Start. Man muss mit der Nadel nicht in jede Rille. Ey, Public Sanity, nochmal vielen, vielen Dank, ey, für die geilen Twitch-Zusammenschnipsel für Instagram, für den Wolf, ne? Fand ich auch schon geil. Und ich finde, ich weiß nicht, ey, wie schnell du das immer auf der Reihe findest, ein paar geile Sachen da zusammen zu schnipsen, so, ne? Also ich feier das voll ab, auch dass du den Abriss-Johnny mit reingepackt hast, weil der auch... Ja, Hammer, ey, mega, aus dem Küchenstream. Wie soll ich das erklären so, ey? Also eigentlich, warte mal, Public Synemy, du brauchst da noch ein Abzeichen vor deinen Namen, ey. Wir haben noch einen VIP im Ghetto-Space, habe ich gerade festgestellt, ey. Public Synemy, bist du bereit, einen Diamanten mitzuschleppen, ey? Du kriegst jetzt ein bisschen Ballast, ey. Ja, jedenfalls war es ein sehr geiler Trip hier im Ruhrpott. Viele krasse Eindrücke und ja, aber tolle Menschen kennengelernt hier, eine tolle Zeit gehabt und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Das war mega geil. Ja, sei nicht schei, ne? Sagst du gerade. Polymech? Moinsens. Ja, Polymech. Oh, jetzt kommt's. Das ist auch echt, Alter. Da schieb ich einen Backflash, Alter. Hä? Er ist da. Abriss-Johnny. Ach, schau mal an, ey. Schaut euch ihn an. Da ist er. Ja, der Allerletzte. Ich hör das, Mike, ne? Abriss-Johnny ist da. Hallo, Track, Leute. Da ist er. Alle rasten so aus.
Ja, Mann, ey, Abriss Johnny hier im Ghetto Space, ey. Ist für mich eine Riesenehre, hier Twitch so kennenzulernen. Meine ersten Gäste im Ghetto Space heute. Ihr seid live dabei. Wir haben einen neuen VIP, Public Ceremony Number One. Ja, du bist ja auf jeden Fall very important, wie ihr alle. Wir sind ja alle Allstars, ne? Aber einen Diamanten hast du jetzt bekommen. Ja, Schätze kennen auf jeden Fall für all die ganzen Twitch-Instagram-Zusammenschnitte, ey. Und auch Abriss Johnny, du bist ja mittlerweile auch in einem Public Ceremony One Instagram-Zusammenschnitt drin. Hast du das nicht gesehen? Nee, dann gesehen, check mal Instagram, der Wolf TV. Das muss ich sehen. Genau, und da ist ja Public Ceremony, macht sich die Arbeit wirklich, ey, oder mit Leidenschaft, ne? Die Mühe kann ich auch sagen, ne? Da immer so Wolf 10 auf Twitch, wo ich spreche, yo, und dann, der macht dann Dialoge mit, du hast es gesehen, ne? Ja, hast du auch gesehen, Wolf. Ja? Den Vorschau von Wolf. Den Trailer für mit euch als Special Guest beim Wolf auf Instagram, ne? Ja, Mann, vielen Dank dafür, persönlich. Ja, und wir hören hier gerade das Snap-Album, danke für die Donation, aber jetzt haben wir so viel gequatscht, Abriss Johnny, du bist dran. Ja, Mann. Props gehen raus an Public Svenemy. Ja, wen haben wir da? Aero, wen haben wir da? Aero, das ist die Bundeswehr-Trainingsjacke, nix schlecht. Aero, Bundeswehr-Trainingsjacke. Gerade vom Liegestütze machen gekommen. In den Stream rein. Wie sagt man? Stream in, Stream out oder was? Wie Blood in, Blood out oder was? Direkt in den Stream reingeslidet. Wir können das mal hochmachen, ja. Jetzt stehen wir hier. Wir haben ja gerade die ganze Zeit gesessen. Machen wir das Mic auch mal hoch hier, ne? Ja. Rhythm is a dancer. Heute ein bisschen chaotisch, aber kriegen wir hin, ey. Ja, vielen Dank nochmal. Neueste Nöder der Ghetto Space mit Abriss Johnny und Retro SD. Wir werden gleich auch schon offline gehen. Sorry dafür. Aber es ist nicht der letzte Stream. Das ist eigentlich der erste Stream, wo es wieder losgeht. Ich nenne es mal zweiten Frühling, Leute. Ey. Und der kam aus dem Osten, aus Berlin. Der frische Wind hier. Alles Gute kommt aus dem Osten. Ausrufezeichen Beat in den Chat, bitte. Ja, mega Mann. Beat, ey. Auf Vinyl, ey. Ich freue mich so, ey. Ein Outro-Track als nächstes spiele ich noch, ne, von der zweiten Schallplatte. Kannst du die Stimme mal kurz ein bisschen tiefer machen? Ich Alter, der Beat ist geil. Ihr tanzt auch alle. Ja, danke für den Shoutout, ey. Vielen Dank für den Shoutout hier. Shoutout an euch. Oh, einen Trick habe ich noch. Yo, Rhythm is a Dancer, ey. Vielen Dank für den Support, ey. Haben wir heute zusammen aufgemacht im orangen und gelben Vinyl, ne? Heute erstmal im Gäste im Ghetto Space direkt aus Berlin, nämlich Abriss Johnny und Retro SD. Jetzt ist auch nicht das letzte Zusammenkommen, würde ich behaupten, ne? Und wir spielen nochmal Do You See the Light, einer meiner Lieblings von dem Album. Stranger Typ, Alter. So, das soll der letzte Track sein. Mit diesem Track möchten wir uns bei euch oder ich und wir, wenn ihr damit auch einverstanden seid, ne, ich kann ja nur für mich sprechen, ihr seid alt genug, okay. So, ne? Ich bin damit auch einverstanden. Das Bett ruft. Ja, Mann, das Bett ruft, ne? Genau, weil die Jungs sind morgen wieder unterwegs, zurück in die Heimat nach Berlin City. Ich denke mal, die haben eine Menge Eindrücke. Jense, Wolf, Dortmund, Köln, Kumpels von Abriss Johnny habe ich auch kennengelernt. Wir haben gestern Ehrenfeld Köln ehrenhaft abgerissen. Mit Johnny und Wir haben viel Action gemacht, von der ihr nichts mitbekommen habt, und es war viel. Ehrenlos in Ehrenfeld, Teil 1. Ich denke mal, wenn Retro SD wieder zu Hause ist, wieder Zeit findet, der hat ja auch gerade ein bisschen Umstellung zu Hause, wer erzählt hat, auch euch wahrscheinlich, ne? Denke ich mir, aber wir müssen nochmal in Ruhe ein bisschen erzählen und erstmal selbst reflektieren und verarbeiten, was hier Full-Programm. Ja, Mittwoch angekommen,
Donnerstag, heute ist Friday, Samstag fährt er, also so 3,5 Tage, kann man 4 Tage Ruhrpott to the fullest. Wie war denn euer Eindruck davon? Kommt er wieder? Natürlich, habe ich halt schon mehrmals gesagt, das war der Hammer. Jedenfalls werde ich, normalerweise streame ich ja immer freitags, aber ich werde nochmal einen Stream aus der Reihe machen, solange ich noch Urlaub habe. Vielleicht Dienstag oder Mittwoch haue ich nochmal einen Stream rein, wo ich über alles nochmal rede, was ich hier erlebt habe, definitiv. War geil. Ja, Mann. Willst du noch was sagen? Fall. Dann lasse ich gleich den letzten Song, aber bitte, wir haben ja Zeit. Ich kann euch sagen, dieser Mann hier ist ein sehr guter Gastgeber. Auf jeden Fall. Und er ist jederzeit in Berlin sehr willkommen. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall an, das Angebot. Definitiv, ja, also wirklich. Definitiv, Gerne, und danke, sehr, ist doch Ehrensache. Sehr guter Mann, hat uns bei sich aufgenommen und war ein super Gastgeber, war wirklich herzlich und das war wirklich super cool. Hammer, hart, Digga. Hart, ja. Aber herzlich, ey. Ja, den letzten Song, ey, ich glaube, auch einer eurer Lieblinge hier von dem Album hier. Und so geht's nämlich, ey. Ja, man, Do You See The Light, ey, ne? Ja, ist ein sehr, also ein Song, der mich berührt, ey. Vielen Dank nochmal, Shoutout Eisenman. Danke an euch, ey, die Allstars, ey. Seht ihr auch das Licht hier? Die Allstars sind am Schein, ey. Ja, und damit wollen wir uns verabschieden. Meine letzten Worte sind Peace to the Streets. Danke für eure Zeit, Leute. Die Jungs können auch selbst noch was sagen. Ich bin raus, Leute. Ob Raid oder nicht. Eisenmann, hast du jemanden? Kannst du gerne Raid auch schon direkt losstarten. Ich sag Peace to the Streets once again. Und ich bin schon mal raus, Leute. Vielen Dank für euren Support und für eure Zeit. Küss euer Herz, ey. Ihr Lieben, war ein geiler Stream mit euch. Schön, dass wir uns hier alle nochmal gesehen haben. Ich bin stolz, jetzt hier mal im Ghetto Space gewesen zu sein, Alter. Richtig Hammer. Und danke auch an euch. Ich werde jetzt auch mich verabschieden, weil die Altherrenblase drückt, das Bett ruft. Ghetto macht hier noch in Ruhe alles zu Ende. Ich werde schon mal reinhauen und ja, peace out. Haut da Rinsen mit dem Grinsen. Peace out, ihr Latten. Wir verabschieden uns nach Berlin. Peace out. Ja, Eisenmann, feel free, das können wir gerne machen auf jeden Fall, ne? So Eddie, also hier, Dings, Eddie, El Selectris, ne? Wenn es online ist, können wir gerne machen, ne? Wäre cool, wenn der Stream irgendwo weitergeht. Wer war der Marke? Abriss Johnny, war gerade auch ein Shoutout, glaube ich, im Stream gewesen, ne? Im Dingens. Ja, da gab es eine Sekunde für jemand Neues, oder ich weiß nicht. Ja, genau. Raid läuft, ey. Do you see the light? Do you see the jam? Ja, gleich wird hier der Strom ausgeschaltet. Ey, für mich eine große Ehre, ey. Apos Johnny, Retro SC. Man kennt sich über Twitch, über den Bildschirm. Und wir haben uns heute auf jeden Fall, ja, heute letzter Abend hier. Die fahren morgen wieder nach Hause. Ihr wart jetzt live dabei. Erstmal Gäste im Ghetto Jam hier im At the Ghetto Space, ey. Ich lese gerade viel, ich lese euch auch. Endlich habt ihr Johnny auch mal gesehen. Ja, Mann, Alter. So machen wir das. Ja, quatschen machen wir dann später auch nochmal gerne. So, Raid läuft, glaube ich, irgendwo, ne? Genau. So, bleibt auf jeden Fall am Stizzo, sag ich mal, Friday. Das Wochenende geht gerade erst los, ne? Und ich komme auch wieder am Start, ey. Ja, ich sag mal, Peace of Streets. Ich warte, bis die Zeit ausläuft. Macht was Feines raus, ey. Wir sehen uns später. The only thing you have to do, I repeat, the only thing you have to do is see.